Heute geht es um einen Brückenabbruch. Wir sind hier in Regensburg an der A3. Also habt ihr quasi mal eben jetzt den Zeitraffer auf 300% gestellt und das Ding ist weg. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bauchboom24TV. Wir sind heute mal wieder on the job für euch unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Und heute ist mal wieder richtig Action in der Bude. Und hinter mir stehen so schöne Sachen wie ein 336, ein 330 und noch ein paar Sachen. Schön mit Abbruchschere, richtig schwere Dinger, richtig Rock'n'Roll, richtig Heavy Metal. Denn heute geht's um einen Brückenabbruch. Wir sind hier in Regensburg an der A3. Und da du die Autobahn natürlich nicht einfach nach Belieben nur ein paar Tage sperren kannst, wird die Autobahn heute Nacht gesperrt und dann läuft die Zeit, dann läuft der Countdown, denn morgen Mittag muss die Autobahn wieder frei sein und in der Zwischenzeit die unwesentliche Aufgabe, dass mal eben hier vier Brücken abgebrochen werden und ich stehe an einer und da sind wir heute Nacht dabei. Aber bevor das hier richtig losgeht, werde ich mich mit euch nochmal umsehen, wie das hier mit der Verkehrssicherung läuft, denn auch da sind die Kollegen von Zeppelin mit am Start und das schauen wir uns jetzt erstmal an. So, liebe Leute, wir haben es jetzt 19.30 Uhr und so langsam wird es ernst. Wir sind hier an der Anschlussstelle Passau und man sieht auch schon Warnbarken, Absperrgitter und das kommt ja nicht von ungefähr. Und jemand, der sich im Prinzip darum kümmert, dass die Verkehrsregelung funktioniert, ist der Christian und er steht dort vorne. Christian, grüß dich. Hallo, grüß dich, hi. Christian, erzähl mir noch mal. Du bist von der Zeppelin Baustellen- und Verkehrssicherung. Richtig, richtig. Baustellen- und Verkehrssicherung Zeppelin aus München. Und unser Job ist es hier, die ganzen Anschlussstellen, die Umleitungsstrecken und natürlich auch die Baustellen vor Ort zu sichern. Das heißt, ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde und dann müsst ihr koordiniert alle Anschlussstellen absperren. Richtig, richtig. Also wir waren heute schon oder auch schon im ganzen Wochenverlauf damit beschäftigt, die Umleitungsstrecke durch die Stadt Regensburg zu organisieren, vorzubereiten. Es ist eine anspruchsvolle Umleitungsstrecke. Es erfolgt alles mit LED-Beschilderung, was in dem Projekt auch relativ einzigartig ist. Und das heißt, wieso einzigartig? LED-Beschilderungen sind bei Umleitungsstrecken nur immer vereinzelt eingesetzt worden. Hier haben wir die komplette Umleitungsbeschilderung komplett in LED-Tafeln ausgeführt. Das heißt, es wird kein einziges Umleitungsschild geben, klassisch wie man es kennt, wo ein Pfeil dasteht und man sagt, man findet den Weg zur weiteren Autobahn links oder rechts, sondern das ist alles in Form einer LED-Tafel dargestellt worden. Und das ist dann aber auch quasi euer Job, dein Job? Richtig, also wir machen von der, ich sag's mal, Erstberatung hin bis zur Vorplanung, Planung, Umsetzung, machen wir eigentlich alles. Kannst du mir noch mal kurz zusammenfassen, was ihr hier an Equipment jetzt habt? Wie viel LED-Zeichen, wie viel Absperrbarken etc.? Also grob geschätzt haben wir hier im Einsatz die komplette Umleitungsstrecke mittels LED-Beschilderung. Das sind 26 LED-Tafeln, die gesetzt wurden. Wir werden am Ende mehrere Kilometer Absperrbarken im Einsatz haben und auch mehrere Kilometer Absperrschranken hier in dem Projekt. Ich komme jetzt hier hin als Autofahrer, sehe, oh, Autobahn ist gesperrt. Dann steht aber von euch auch sofort die LED-Tafel, die dann sagt, okay, Umleitung, fahr da lang, da geht. Und das macht ihr komplett über die ganze Umleitung? Natürlich müssen wir sicherstellen, dass er gleich weiß, wo es weitergeht. Ja. Das oberste Ziel und das ist auch die Erwartung der Auftraggeber, es soll hier kein Stau entstehen. Es ist vermutlich nicht ganz vermeidbar, aber man muss es einfach in einem gesunden Rahmen halten, der auch für Verkehrsteilnehmer irgendwo vertretbar erscheint. Alles klar. Hat mich gefreut, gell? Vielen Dank. Gerne. Und dann viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück zur Brückenbaustelle, schauen, wie weit die Jungs da mittlerweile schon sind. Man hört jetzt auch schon so ein bisschen Gewusel im Hintergrund. Die Vorbereitungen laufen jetzt schon. Jetzt wird erstmal auf der Autobahn auf dem Asphalt wird jetzt erstmal Sand hingelegt. Die Leitplanken werden schon mal rausgetrennt, dass die Maschinen darauf fahren können auf die Fahrbahn. Und wie ihr wahrscheinlich merkt, es wird so langsam ein bisschen dunkel. Die Autobahn ist bereits abgesperrt. Und was sehe ich hier? Hier sind auch noch Lichtmasten von Zeppelin Rental, damit wir hier die Baustelle nachher auch schön fluten können, damit wir auch was sehen können, damit wir auch filmen können vor allen Dingen, damit ihr auch was seht. Guck, ein Lichtmast ist schon im Einsatz. Lass mal gucken, wo der Bauleiter ist. So, Leute, ihr hört jetzt an der Kulisse, es ist wirklich irre laut hier. Das heißt, der Abbruch ist in vollem Gange, aber ich habe den Bauleiter gefunden, den Jürgen Arnold. Jürgen, grüß dich. André.
du bist derjenige, der das hier zu verantworten hat, dass das alles hier heute Nacht richtig planmäßig läuft. Ja, genau. Erzähl doch mal, fass mal zusammen, was macht ihr hier? Wir brechen da auf der A3 eine Brücke ab. Wir haben ein relativ kurzes Seilfenster. Und insgesamt haben wir 800 Kubikmeter Beton zum Abbrechen. 800 Kubikmeter Beton? Genau. Wie bringt ihr die weg? Wie brechtet ihr ab? Was habt ihr jetzt an Maschinen da aufgefahren? Wir haben jetzt auch Kettenbagger in der 25 bis 54 Tonnen Klasse. Mit Abbruchschere, Pulverisierer, Meißel und Löffel. Jetzt habe ich es Leuten hören, dass die Kollegen von Zeppelin Rental euch hier ein bisschen unterstützen. Was habt ihr hier angemietet? Wir haben jetzt zwei Kettenbagger angemietet, einen 336 Cut und einen 330 Cut und dann einen Mobilbagger. Ich bin ja heute Nachmittag hier schon angekommen. Da sah das hier alles noch relativ beschaulich aus, aber es stand schon hier alles parat. Was musstet ihr vorbereiten, dass ihr jetzt wirklich auf den Startknopf drücken konntet und loslegen? Wir haben als erstes einmal die ganzen Maschinen anliefern müssen. Dann haben wir das ganze Abbruchwerkzeug da. Das ist alles, die ganzen Anschlüsse, das war alles montiert. Also die Zeppelin-Kollegen sind hier hingekommen, haben wirklich alles eingestellt. Das heißt, ihr brauchtet auch keine Fahrer da noch erst einsetzen, die das einstellen mussten, konfigurieren. Jetzt ist es ja wirklich zeitlich, also Entspannung ist ja jetzt hier nicht angesagt. Ne? Wir haben jetzt, ich guck mal auf die Uhr, wir haben jetzt 22.25 Uhr. Seit wann sind die am Start? Seit wann sind die jetzt richtig voll dabei? 9.30 Uhr circa. Wie sieht jetzt der Zeitplan aus? Bis wann müssen die was gemacht haben? Ich sehe auch noch keine LKW, weil wo kommt das Material jetzt hin? Wir schauen mal jetzt, dass der ganze Beton gang gemacht ist. Und dann kommen die LKWs. Die LKWs, die stehen aber schon parat auf unserem Lager. Das ist 2 Kilometer entfernt. Und die sind eigentlich abbruchbereit. Wann musst du mit deinen Jungs, mit den Maschinen hier von der Fahrbahnoberfläche weg sein? Also morgen um 14 Uhr muss alles fertig sein. Bist du relativ entspannt oder bist du angespannt, dass irgendwas passieren könnte, dass das kritisch wird? Ja, es kann immer irgendwas kommen. Also angespannt ist man eigentlich bis zum Schluss. Und jetzt sehe ich, wir haben die, da vorne haben einen Hammer, die haben jetzt hier Scheren, Pulverisierer. Wie teilen die sich auf? Gibt es so Sachen, dass die sich vielleicht gleich auch nochmal wechseln müssen, dass der eine mit dem Hammer da irgendwo was oder wie regelt ihr das? Wenn jetzt der Beton zu stark wird für die Zwickzangen, dann wird umgebaut am meisten. Hier die Lichtmasten sehe ich auch, habt ihr auch von Zeppelin. Das ist ja echt super hell, ne? Mit einem. Das ist erstaunlich. Aber ich weiß nicht, was dein Eindruck ist. Aber dieses Bild von so Dinosauriern, die sich hier gerade durchbeißen, das sieht schon geil aus. Ne? Jürgen, ich will dich jetzt nicht weiter aufhalten und wir drücken auf jeden Fall schon mal die Daumen. So, liebe Leute, es ist kurz nach 12 und die Jungs hier haben Wort gehalten, denn die Brücke ist weg, die Straße ist wieder frei, wunderbar, ist alles gekehrt, alles sauber. Aber wie man sieht und auch vor allen Dingen hört, es ist noch gar nichts los, es ist noch schöne Ruhe, die Vögel zwitschern hier noch, denn die Auffahrten sind noch nicht freigegeben und die Jungs von der Verkehrssicherung, die sind jetzt dabei, gerade die Absperrung wieder freizugeben. Aber jetzt möchte ich nochmal Jürgen sprechen, denn Jürgen will mir nochmal erzählen, wie die ganze Baustelle heute Nacht lief. So Jürgen, erzähl mal, wie war die Nacht? Wo es gut geklappt hat, dass die ganzen Maschinen ohne Probleme gelaufen sind. Kein Stress mit der Technik? Nein, lief alles rund? Alles perfekt, also so wie man es sich eigentlich wünscht. Was mich noch mal interessieren würde, ihr habt das jetzt Nettozeit. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Nettozeit ihr wirklich mit den Maschinen hier an der Brücke zugange wart? Ungefähr 14 Stunden. 14 Stunden? Die Maschinen durchgelaufen, genau. Und mal getreu dem Fall, jetzt wäre hier keine Autobahn, sondern nur die Brücke und du hättest jetzt eigentlich die Zeit, das normal abzuwickeln. Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange du dann dafür brauchen würdest, normal? Ich sage mal mit 3 Tage. Also habt ihr quasi mal eben jetzt den Zeitraffer auf 300% gestellt und das Ding ist weg. Jürgen, danke nochmal, dass wir hier dem beiwohnen durften.
Wir fanden es auch super aufregend. Ich denke mal, ihr als Zuschauer habt das ja auch noch nicht alle Tage erlebt, so einen Brückenabbruch über Nacht mit gesperrter Autobahn. Ich fand es wirklich super spannend und wenn ihr mal wieder was Spannendes habt, sagt uns Bescheid, kommen wir gerne wieder dazu. Alles klar. So, liebe Leute, Verkehr rollt wieder hinter mir, unschwer zu erkennen. Autobahnbrücke weg. Autobahn ist wieder frei, alles gut, alles just in time. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder zuzuschauen. Eure Meinung, eure Kommentare, Infos, vielleicht habt ihr ja selber mal auf einer Autobahnbaustelle gearbeitet, wie immer unter das Video. Bleibt mir treu, bleibt dran. In diesem Sinne, wir sehen uns bis dann.